Eigentlich war es durchaus erwartbar, dass nach der Pressekonferenz am Freitag im Bundeskanzleramt, bei der Lockdown für Weihnachten verkündet wurde, Kritik kommen wird und dass diese Kritik nicht bescheiden ausfallen wird. Am Sonntag war es soweit, in einer eiligst eingerufenen Pressekonferenz hat die FPÖ unter ihrem Obmann Herbert Kickl diese Kritik geübt. Es ging im Wesentlichen thematisch um das Freitesten, das war ja auch ein zentraler Punkt am Freitag des Bundeskanzlers, und Herbert Kickl hat dieses Freitesten mit der Schutzhaft verglichen, hat gemeint, es würde damit eine Art Testapartheid eingeführt, es würde damit festgelegt, wer am öffentlichen Leben teilnehmen kann und wer auch nicht. Die Tatsache, dass diese Art der Testpflicht bzw. des Testanreizes auch eine Blaupause für das Impfen sein soll, auch das war natürlich Anlass genug, hier entsprechend Kritik zu üben von Seiten von Herbert Kickl. Zusätzlich hat Herbert Kickl erwähnt, dass der lange Lockdown, der mehr als wie 10 Tage dauert, eigentlich rein rechtlich gar nicht so lange sein dürfte, denn der Hauptausschuss des Nationalrates muss alle 10 Tage diesen erneuten Lockdown verlängern bzw. beschließen, und das würde im derzeitigen Zeitfenster nicht möglich sein. Daher plant Herbert Kickl einen Misstrauensantrag bei der Sitzung des Nationalrates am Montag, und zusätzlich soll noch mit einem eigenen Antrag ein Regierungsmitglied, Herbert Kickl verrät noch nicht welches, vorgeladen werden, und dieses Regierungsmitglied soll Rede und Antwort stellen, und hier plant Herbert Kickl eine Fragestunde mit den Fragen der Bevölkerung.